Liebe Freunde des Museums Stadt Königsberg, ich bin beauftragt, das Schlusswort zu halten. Dazu sagte mein Neffe Dirk Hagen, der hier auch sitzt, lieber Eberhard, mach's kurz. Sie werden dir dankbar sein, wenn du dafür für jedes nicht gesprochene Wort. Aber dennoch, ich habe noch, glaube ich, einiges zu sagen bzw. Zu vermitteln. Ich bin beauftragt worden von dem Vorstand, den Team, die hier wirklich am Umzug teilgenommen haben, zu danken für ihre Tätigkeit. Wir haben schon von Klaus Weigelt und Lorenz Grimoni gehört, sogar zum Teil einzeln, was alles gemacht worden ist. Aber wir möchten Ihnen doch noch gerne einen Blumenstrauß überreichen, aber kein Blumenstrauß. Anstatt eines Blumenstraußes, was wir eben schon gehört haben, ein Andenken an Königsberger Marzipan, nein, an Königsberg überhaupt, und zwar ein Holzkistchen Königsberger Marzipan. Das kann man dann später, die Blumen verwelken, aber das kann man weiter benutzen. Bei uns in der Familie war es so, dass da immer Knöpfe reingemacht wurden in diese alten Sachen. Insofern darf ich jetzt, bevor ich ganz wenige Worte sage zu dem, was Sie alles geleistet haben, bestimmte Personen herbringen. Ich weiß nicht, wer Konrad da ist, dass Sie vielleicht hier raufkommen, sodass wir Ihnen dieses kleine Geschenk überreichen können, damit es auch entsprechend gewürdigt wird. Herr Konrad, sind Sie da oder nicht? Ich habe es nicht gesehen. Also Konrad leider nicht. Ah ja. Herr Watun, Charlotte Goldschalk, Wolfgang Richter-Reichhelm, Valentina Fischer, Herr Willis Kulima, ich glaube, Dr. Erhard Neuhoff ist auch nicht da, Herr Reinhard Trautwein, Günther Lange, Viktor Napierski und schließlich Herr Althoff. Der ist nicht da, leider nicht da. Jawohl. Wenn Sie ganz kurz raufkommen, dass wir Ihnen ganz kurz das überreichen. Und solange, bis Sie, aber Herr Napierski, das ist klar, ich komme natürlich zu Ihnen herunter, kein Problem. Ja, ich komme auch zu Ihnen runter, ist doch kein Problem. Nein, wie gesagt, was haben Sie alle geleistet? Die haben die vorhandenen, wir haben es ja schon zum Teil gehört, ich brauche nichts zu erwähnen, Frau Gottschalk, was Sie geleistet haben, das würde ich mich wiederholen. Nein, aber generell, die ganzen Exponate, die hier jetzt im Laufe der Jahre geschenkt worden sind oder aber aus früherem Besitz übernommen worden oder als Dauerleihgaben, alles muss ja in verschiedene Listen gestellt werden, also Dauerleihgabelisten und so weiter, um das Ganze dann zu übergeben an das Museum, an den Direktor des Museums in Ostpreußischen Landesmuseums in Duisburg. Das ist unglaubliche Arbeit, die dahinter steckt, das alles zu archivieren, zu katalogisieren und schließlich zu filmen, zum Teil einzuscannen. Also wer beim Computerwesen etwas versteht, das ist ganz gewaltig viel Arbeit. Wir haben die einzelnen Punkte ja bereits gehört. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt allen statt eines Blumenstraußes ein kleines Kästchen ganz frischen Marzipans aus diesem Jahr, das darf man nur 3 Wochen aufbewahren sozusagen, dann veraltet das, hat man mir gesagt, und das möchte ich dann hiermit ganz kurz vornehmen. Ja, dann müssen wir. Kann ich mir ja nicht selber bereichen. Das danke. So, ganz kurz. Brauchen wir welche? Nein. Ja, Gewicht. So, ja, ganz herzlichen Dank. Also Sie können sich dann natürlich auch wieder gerne setzen. Es ist die Frage. Haben wir wirklich alle erlebt? Wer ist eigentlich sozusagen die graue Eminenz, die den ganzen Umzug, aber nicht nur den Umzug, sondern auch die ganze Planung bis hierher
Wer ist das? Wer hat hinter den Kulissen sehr viel gearbeitet, der heute noch kaum erwähnt worden ist? Und deswegen möchte ich ganz gerne ein paar Worte doch auf unseren ersten Vorsitzenden, Herrn Klaus Weigelt, eingehen, was er letzten Endes im Laufe der Jahre hier eingebracht hat für die Stadtgemeinschaft Königsberg und für die Stiftung Königsberg. Er hat sehr viel Erfahrung gesammelt bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem OKR, das ist die Stiftung für deutsche Kultur im östlichen Europa. Er hat eine unglaubliche Erfahrung mit Behörden. Er kann wunderbar formulieren und es war in manchen Fällen wirklich nicht ganz einfach. Seit 1983 hat er uns ja hier als Vorsitzender gedient mit einer ganz kleinen Unterbrechung. Dann hat er 1992, das haben wir bereits gehört, das will ich jetzt nicht weiter ausreden, nicht wahr, hier den Vertrag ausgehandelt mit der Stadt Duisburg. Schließlich haben wir ja den Schachzug, aber unter seiner ganz besonderen Erfahrung und Regie vorgenommen, dass wir eben das Museum der Stiftung Königsberg mit dem Juristen Klaus Rokett überführt haben. Das war ein sehr, sehr guter, wie ich es genannt habe, Schachzug und hat uns jetzt große Hilfe geleistet, damit, dass wir dann jetzt auch den Überlassungsvertrag 2013 durchführen konnten. Und schließlich hat er dann die sogenannte Kant-Dekade eingeleitet, was auch für uns ein sehr guter Erfolg war oder sein wird. Wir wollen ja praktisch, was heißt Kant-Dekade, wir wollen die 10 Jahre jetzt nutzen bis zum Jahr 2024, dann wird Immanuel Kant 300 Jahre alt, wollen wir mit Hilfe von Norbert Lammert, dem Bundestagspräsidenten, und an Herrn Brämchner, ist egal wer das ist, auf jeden Fall mit Berliner Hilfe dann jedes Jahr eine Veranstaltung machen. Und das wird unserem Museum und unserer Stiftung Königsberg sehr gut tun, sodass wir dann einen ganz anderen Ruf haben auch und in Lüneburg doch sehr anerkannt bleiben. Und unser Ziel ist es ja nun, das haben wir in den Reden gehört, ich darf es nur noch mal wiederholen, denn in der Wiederholung setzte sich am besten fest, unser Ziel ist es, zu diesem Kantjahr 2024 eben einen Neubau zu erhalten auf dem Gelände des Museums in Lüneburg. Und das steht sehr gut und wie gesagt, auch da muss ich wirklich sagen, ergänzen sich Lorenz Grimoni und Klaus Weigelt in fantastischer Weise und er eben in der Erfahrung mit Behörden und mit Museumsdirektoren umzugehen, das und vor allem auch mit Regierungsstellen in BKM in Berlin, das ist Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, das ist doch sehr, sehr wichtig. Und dass diese, lieber Klaus, weiterhin im Sinne Kants und des Museums weiter wirken kannst für uns, haben wir dir was ganz Besonderes ausgesucht und mitgebracht. Ja. Eine kleine, sehr gut gelungene Kantbüste, die wir im Museumsshop in Berlin gefunden haben. Möge also dieser Geist Kants bei weiteren Verhandlungen über die Kantdekade bis 2014, möge der Geist Kants walten und du uns weiterhin gut über die Stiftung Königsberg betreuen. Danke. Kein Gipskopf, sondern wirklich ein. Und sehr gut gelungen, meines Wissens. Ja. Ja. Danke. Alles klar, nichts mehr. Ja. So, dann. Jetzt haben wir wirklich, glaube ich, alle erwähnt, aber wissen Sie, wie es im Leben so ist, das Geld spielt auch mal eine große Rolle. Ohne einen Schatzmeister, der all diese Klippen umschifft, könnten wir auch nicht leben. Und deswegen möchte ich doch außer der Regel einen schönen großen 500 Gramm
Lieber Herbert, dir nach. Jetzt bin ich aber wirklich fast am Ende, aber Herr Lorenz Grimoni hat mich doch beauftragt, wenn ich noch ein Kästchen über habe, möchte ich den Altoberbürgermeister Krickens doch auch damit paaren. Wo ist er nochmal? Ach, der ist schon. Ist schon gegangen. Oh, das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber ich wusste, er war da. Ja, sehr schön. Und ganz, ganz zum Schluss. Ich muss sagen, hier ist ein wunderbarer Blumenstrauß. Wir haben das jetzt alles gelöst mit diesem wunderbaren Kästchen, nicht wahr? Trotzdem, ganz zum Schluss gehört Hiltrud Grimoni und Lorenz ein schöner Strauß mit Dank, ohne weitere Worte, ein Strauß, den ich mitbesorgt habe. Okay.